Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist gerade eine Woche her, da wir im Buch Genesis das ausdrückliche Verbot lasen, dass Isaak in sein Heimatland zurückgebracht wird. Dorthin, von wo Abraham aufgebrochen ist. Er kann auf keinen Fall zurückgehen. Und wir haben das als Kennzeichen eines geistlichen Lebens gesehen. Es gibt nie einen Weg zurück. Aber offenbar, so erfahren wir heute, gibt es einen Weg aus dem verheißenen Land heraus. Das ist das Zögern des alten Jakob. Darf er das Land der Verheißung einfach verlassen? In dieser Notsituation, da Hungersnot ist, da es nichts zu essen gibt. Darf er das Land der Verheißung verlassen und nach Ägypten gehen? Diese große Frage wird ihm heute zweifach beantwortet, indem ihm der Gott seines Vaters erscheint und ihn zu diesem Schritt ermutigt, wie auch, dass er seinen geliebten Josef, den er so lange leidlich vermisst hat, wiedersehen darf. Das heißt, zuweilen ist auch der Schritt in ein Exil ein gesegneter Schritt. Wenn das verheißene Land allzu selbstverständlich geworden ist, dann bedarf es offenbar in Gottes dunklen Plänen diesen Schritt in die Sklaverei, ins Exil, heraus aus dem verheißenen Land, heraus aus allen Sicherungen, heraus aus dem Versprochenen, um sich wieder neu zu finden. Denn in diesem Schritt heraus liegt ein Segen, wenn es denn ein Schritt ist, den Gott mitgeht und nicht ein Schritt, der dem Eigenwillen entspringt, den eigenen tollen, hochfliegenden Zukunftsplänen. Es muss ein gesegneter Schritt sein, der Schritt heraus. Ich werde dich doch zu einem zahlreichen Volk machen. Ja, das ist der Plan Gottes, damals in Ägypten. Israel so zu vermehren, dass es aus diesen einzelnen losen Sippenverbänden überhaupt erst zu einem Volk wird, dass es die Sklaverei erleidet, um befreit werden zu können. Wir sind, wenn wir in den großen Linien denken, hin zu dem großen biblischen Grunddatum der Befreiung Israels aus Ägypten. Dass Gott sich als der zeigt, der er wirklich ist. Der nicht nur mit Einzelnen geht, hier mit den großen Patriarchen, sondern ein Gott der Menschen ist, der die Not der Menschen sieht und sie daraus befreit. Es kann sein, dass um diese Befreiung erleben zu können, man zuvor ins Exil muss. Und Jesus deutet das heute im Evangelium an, wie dieses Exil aussieht. Es sieht so aus, dass man von denen, die einem am nächsten sind, am meisten fremd gemacht wird. Der jetzt in diesen Tagen verstorbene Schriftsteller Peter Hertling hat darüber eigentlich sein ganzes Leben lang geschrieben. Wie es ist, unter den eigenen Leuten fremd zu sein, fremd gemacht zu werden, wie er das nennt. Und wir erinnern uns dieses großen Wortes des Kirchenvaters Johannes Chrysostomus. Sag nicht, ich bin ein Bürger, ich bin ein Fremder, ich bin ein Wanderer. Wenn wir jeden Abend im Salve Regina vom Exil singen, in dem wir uns befinden, dann müssen wir uns an diese Schriftstelle hier erinnern. Hier gibt es keine Heimat. Wir sagen es. In diesem Exil möge sich die Mutter unser erbarmen und uns helfen, dass wir die großen Linien Gottes, die hier sich abzeichnen, nicht aus dem Auge verlieren, sondern sie in unserem eigenen Leben sehen. Uns nicht zu sehr verlieren in dem Punktuellen des jetzigen des Lebens, sondern die großen Spuren Gottes erkennen.